Bald darf man nur noch arbeiten gehen, wenn man geimpft, in den vergangenen 6 Monaten genesen oder getestet ist. Die 3G-Regel am Arbeitsplatz kommt und das sind unsere Salzburger Themen heute. Tierschützer wollen Fiaker aus der Stadt vertreiben. Städtischen Schulen fehlt Verwaltungspersonal. Als Tabellenführer ins Champions League Heimspiel. Salzburg heute mit Conny Deutsch. Herzlich willkommen am Dienstagabend. Bundesregierung und SPÖ sind sich einig, 3G am Arbeitsplatz kommt. Die SPÖ will mit der Koalition dafür stimmen. Hätte sie sich wie die anderen Oppositionsparteien gegen das Gesetzesvorhaben gestellt, wäre es Dezember geworden, bis es in Kraft getreten wäre. So aber wird schon früher in den Betrieben kontrolliert. Ein Knackpunkt hat eine Einigung bisher verhindert. Die SPÖ forderte bei der 3G-Regel am Arbeitsplatz, dass die Corona-Tests im Betrieb dann auch gratis sein müssten. Es kann ja nicht sein, dass jemand dafür zahlen muss, dass er arbeiten darf und zur Arbeit gehen kann. Und die gute Nachricht ist, es ist uns heute gelungen durchzusetzen, dass diese Gratistests in den Betrieben bleiben. Und somit haben sich auch unsere Bedenken erledigt. Der Gesundheitsminister ist auf diese Forderung eingegangen. Heute wurde sie endgültig fixiert. Daher wird die SPÖ die gesetzliche Grundlage für die Neuregelung im Bundesrat auch nicht blockieren. Die Verordnung dazu soll schon in den nächsten Tagen kommen. Der Grundsatz aber ist klar. Wer nicht alleine arbeitet, wird entweder geimpft, genesen oder frisch getestet sein müssen, um seinen Job ausüben zu können. Aktivisten vom Verein gegen Tierfabriken protestieren seit April einmal wöchentlich auf dem Residenzplatz gegen die Fiaker, so auch heute. Sie fordern, dass Pferdekutschen durch Elektrokutschen ersetzt werden und haben für ihr Anliegen schon 13.000 Unterschriften gesammelt. Pferdekutschen seien nicht tierschutzgerecht, somit nicht mehr zeitgemäß, noch dazu kommen die verschmutzten Straßen. Sie prägen das Stadtbild der Landeshauptstadt seit vielen Jahrzehnten, die Fiaker. Doch wenn es nach den Aktivisten vom Verein gegen Tierfabriken geht, soll es sie schon bald nicht mehr geben, zumindest nicht als Pferdekutschen. Die Tierschützer fordern, dass der Vertrag zwischen den Fiakern und der Stadt in 2 Jahren nicht mehr verlängert wird. Pferde sind sensible Fluchttiere, das heißt, sie leiden in der Stadt vor allem aufgrund des großen Stress und aufgrund des harten Asphalts. Also es ist einfach nicht artgerecht. Pferde würden eigentlich bis zu 16 Stunden am Tag grasen und sich dabei langsam fortbewegen. Aber das ist in der Stadt natürlich nicht möglich. Wie Massage, gell? Franz Winter ist Sprecher der 5 Salzburger Fiaker-Unternehmen und ist in dritter Generation selbst Fiaker-Kutscher. Seine 14 Pferde werden gut gepflegt, sagt er. Die Pferde sind ja nicht bei uns einfach da, weil es irgendwelche Gebrauchsgegenstände sind, sondern das sind wie uns, wie eigene Kinder. Also wie gesagt, wir schauen auf die und desto besser, dass wir auf die Pferde schauen, desto besser geht es ihnen, desto länger haben wir. Das sind wie Familienmitglieder. Die Tierschützer aber fordern eine Alternative zu den Pferdekutschen, nämlich E-Mobilität statt Pferdestärken. In Wien waren solche Elektrokutschen vor 2 Jahren im Probebetrieb. Wegen Corona wurde dieser Testlauf aber abgebrochen. Elektrokutschen, die würden genauso ausschauen wie die normalen Kutschen, aber sie werden mit einem Elektromotor angetrieben. Und also sie hätten das gleiche Flair und die Touristen und Touristinnen könnten so genauso die Stadt besichtigen wie jetzt, nur eben ohne die leidenden Pferde vorgespannt. Der Kunde, der was mit uns fährt, ist so, der möchte ja in der Kutsche drinnen sein, würde das Pferdegetrappel hören, würde durch die Altstadt durchfahren, durch die engen Gassen, würde es gegangen von dem Pferde hören, sage ich mal, das was halt noch da drinnen und der will wahrscheinlich neben einer Elektrokutschen fahren. Die Fiaker wollen auch in Zukunft an den Pferdekutschen festhalten, während die Tierschutzaktivisten weiterhin Unterschriften sammeln, um sie abzuschaffen. Die Verwaltung wird immer mehr, die pädagogische Arbeit kommt zu kurz. Das beklagen Salzburgs Schuldirektorinnen und Schuldirektoren. Corona hat diese Problematik noch weiter verschärft. Die städtischen Pflichtschulen haben deshalb schon einen Hilferuf an die Politik ausgesendet für zusätzliches Schulverwaltungspersonal. Bund, Land und Stadt haben einen Lösungsvorschlag ausverhandelt. Einigung gibt es aber noch keine.
Die Direktorin der Volksschule Aigen geht in Verwaltungsarbeit regelrecht unter. Vom Organisieren einer Nachmittagsbetreuung über das Managen der laufenden Sanierung des Schulgebäudes und natürlich die zahlreichen Aufgaben, die durch die Corona-Pandemie dazugekommen sind. Veronika Danzmeier-Steinbach bemüht sich, all das während dem Schul- und Unterrichtsbetrieb zu erledigen. Eine schulinterne Umfrage bestätigt ihr Engagement. Doch ein Punkt gibt ihr zu denken. Der Punkt hat Zeit für pädagogische Belange, der war quasi ganz unten im Keller. Und das hat mir sehr, sehr wehgetan, weil das ist eigentlich mein Herzensanliegen. Das Lehrerkollegium hat daher auch einen schriftlichen Hilferuf an die politisch Verantwortlichen in der Stadt geschickt. Corona bringt ganz einen hohen administrativen Aufwand mit sich. Der Schulbeginn ist immer eine große Herausforderung auch. Und wir sehen einfach, unsere Schulleiterin braucht unbedingt Assistenz, also administrative Unterstützung. So kann es nicht mehr weitergehen. Dass die Schulleiterinnen in Sachen Verwaltung entlastet werden müssen, sieht auch das Land und unterstützt den Ausbau daher auch finanziell, obwohl das Aufgabe von Bund und Gemeinden wäre. Es ist eine absolute Qualitätssteigerung vor Ort. Derzeit sind 70% aller Pflichtschulen bereits bei diesem Projekt dabei. Zum Teil teilen sich mehrere Schulstandorte, auch die Verwaltungsassistentinnen. Und ich glaube, da sollten wir jetzt allalong in die Richtung kommen, dass das wirklich an allen Schulstandorten Standard ist, damit sich die Schulleiterinnen wirklich wieder auf die pädagogische Arbeit fokussieren können. Für die städtischen Pflichtschulen gibt es dennoch weiter keine Lösung wegen der Kostenfrage. Wir sehen aber die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit ein und haben jetzt mit mehreren Gesprächen auch mit dem Land einen Lösungsvorschlag erarbeitet, der in die Richtung geht, dass 50% einmal das Land übernimmt, 25% die Stadt und 25% der Bund, wobei der Bund uns diese Zusage noch nicht schriftlich gegeben hat. Daher heißt es für die Pflichtschulen in der Stadt weiter warten. Heute sind die ersten Bagger aufgefahren an der Saalach bei Wals. Der Fluss wird ja auf einer Länge von rund 2 Kilometern stark verbreitert und renaturiert mit einem Millionenaufwand. Ziel des ganzen Vorhabens ist ein besserer Schutz vor Überschwemmungen. Es sind kleine erste Schritte, die da heute unternommen worden sind. Der Bagger räumt das Unterholz aus und erste Bäume werden gefällt, um Platz zu machen für einen neuen Flusslauf. Hier in dieser Schneise soll künftig ein Nebenarm der Saalach fließen. Die gesamten Arbeiten dauern rund 3 Jahre lang. Dem Grunde nach ist das gesamte Baufeld über eine Länge von 2 Kilometern in 3 Abschnitte geteilt. Es sind immer diese Vorarbeiten, wie wir sie jetzt sehen, vorauseilend notwendig. Danach wird der Waldboden abgetragen, sozusagen gerodet, und dann beginnen die Erdbauarbeiten. Das heißt, der Schotter wird rausgehoben, der Lehm, der drunter ist, wird ausgehoben und das Gewässerbett wird verbreitert. Anschließend beginnt die Gestaltung auf österreichischer als auch auf bayerischer Seite und sozusagen der Einschliff des Gewässerbetts wird durchgeführt, bevor man in den nächsten Abschnitt dann vorausschauend schon wieder weitergeht. Noch sieht die Saalach aus wie eine Wasserautobahn. Bei großen Hochwasserereignissen ist genau das ein Problem, wie diese Bilder zeigen. Das Flussbett läuft voll, die Böschungen können dem Druck nicht mehr standhalten. Deshalb heißt es jetzt zurück zur Natur. Die Saalach soll dann noch mehr Hochwassersicherheit bieten. Wir haben, und da stehen wir direkt drauf, eine Gasleitung unter uns, die in etwa 10.000 bis 15.000 Haushalte versorgt. Die wird in erster Instanz nach hinten verlegt, danach wird ein neues Ufer gestaltet und das bietet natürlich auch mehr Sicherheit. Gleichzeitig wird aber auch die Gewässerökologie deutlich verbessert, der Lebensraum im Wasser, aber auch der Lebensraum, die Anbindung an die Au sozusagen deutlich aufgewertet. Die Pläne für den Umbau sind schon viele Jahre alt. Das Vorhaben hatte dabei auch mit Widerständen zu kämpfen. Während der Bauzeit ist es einmal ein großer Eingriff in die Landlebensräume von landbewohnenden Tierarten. Das Ergebnis dann am Ende ist natürlich ein gutes, wenn man das Gewässer aufweitet, wenn man wieder Verbindung zwischen Wasser und Land zusammenbringt. Natürlich sind negative Reaktionen nicht auszuschließen. Wir haben aber gerade, um dem vorzubeugen, die Maßnahmen im Vorfeld intensiv mit dem Salzburger Naturschutz, mit der Landesumweltanwaltschaft und auch den NGOs abgestimmt. Ich weiß, dieser Eingriff ist jetzt doch erheblich, aber planbar. Und wir wissen genau die Zeitetappen, wo dann das Zielprojekt so ausschaut, dass diejenigen, die jetzt wahrscheinlich kritisieren, dann sagen, eigentlich ist es recht schön geworden. Das Gesamtprojekt kostet 8 Millionen Euro. Diese Kosten teilen sich die Republik Österreich und der Freistaat Bayern. 2024 soll die Renaturierung der Saalach fertig sein.
In der Fußball-Champions League will der FC Salzburg morgen Abend einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Nach zwei Spielen führen die Salzburger die Vorrundengruppe G an. Das Team von Matthias Jeißle empfängt morgen den VfL Wolfsburg aus Deutschland, damit als Tabellenführer. Thomas Gonas hat heute die Abschlusstrainings der beiden Mannschaften beobachtet. Thomas, gehen die Salzburger vielleicht sogar als leichter Favorit in dieses Duell? Naja, wenn man nur auf die Formkurve der beiden Teams schaut, dann wahrscheinlich schon, denn die Salzburger, die sind in 17 Pflichtspielen in dieser Saison noch ungeschlagen. Der VfL Wolfsburg ist hingegen zuletzt in eine, ja man muss es doch sagen, kleine Krise hineingerutscht. Aktuell absolvieren die Gäste aus Deutschland hier im Stadion hinter mir das Abschlusstraining, mittlerweile hinter verschlossenen Türen. Die ersten 15 Minuten dieses Abschlusstrainings, die sind aber für die Medienvertreter noch offen gewesen. Der Verein für Leibesübungen aus Wolfsburg betritt den Rasen in Glessheim alles andere als sorgenfrei. Nach einem guten Saisonstart ist der VfL mittlerweile seit 6 Spielen sieglos. Dazu fehlt in Salzburg der Corona-infizierte Torjäger Wout Weghorst. Wir werden versuchen, das Ruder herumzureißen, haben eine gefestigte Mannschaft, einen erfahrenen Trainer, der schon viel erlebt hat als Spieler und uns auch richtig auf das Spiel einstellen wird, nicht nur was die Taktik angeht, sondern auch mental. Und von dem her habe ich großes Vertrauen darauf, dass wir morgen die Wende schaffen. Bei den Salzburgern sollte der erste Punkteverlust in der Liga am Wochenende hingegen keine Spuren hinterlassen haben. Mit einem Sieg gegen Wolfsburg könnte der Vorsprung auf Platz 3 zur Gruppenhalbzeit schon auf 5 Punkte anwachsen. Das wäre wohl die halbe Miete Richtung Achtelfinale. Wir streben einfach nur an, dass wir morgen wieder frech und mutig auftreten, um Wolfsburg zu ärgern. Aber ja, irgendwelche Rechenspiele machen wir aktuell nicht. Vielmehr vertraut Salzburg wieder auf die eigenen Stärken und die Qualitäten des zuletzt geschonten Karim Adeyemi und hat mit dem vom Youth League-Team hochgezogenen 18-jährigen Supertalent Roko Šimić einen unbekannten Joker im Kader. Von einem angeschlagenen Gegner aus Wolfsburg wollen die Salzburger jedenfalls nicht sprechen. Es ist genauso eine Top-Mannschaft wie Lille und Sevilla auch. Von dem her ist es jetzt nichts, was aus der Reihe fällt. Außer, dass kein Dolmetscher jetzt da ist bei der Pressekonferenz. Aber ich denke, dass uns Wolfsburg einfach herausfordern wird. Und wir sind gut vorbereitet und gewappnet für morgen Abend. Ich erwarte mir einen richtig starken Gegner. Also Wolfsburg ist richtig guter Gegner. Und ich erhoffe mir, dass wir mutig spielen und unseren Fußball auf den Platz bringen und 100% geben. Und das vor vielleicht ausverkauftem Haus, denn am Nachmittag sind für das Duell mit Wolfsburg nur noch einige 100 Restkarten erhältlich gewesen. Ja, und ich darf bei mir jetzt der Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund begrüßen. Christoph, vielen Dank fürs Kommen. Jetzt noch am Abend der Trainer, der will den Rechenschieber zu Hause lassen. Aber wie groß könnte denn mit einem Sieg der Schritt in Richtung Achtelfinale sein morgen? Ja, im Endeffekt sind wir super gestartet, haben 4 Punkte nach 2 Runden, aber rechnen bringt jetzt gar nichts. Wir haben morgen ein wichtiges Heimspiel, ein großes Spiel wieder für uns in Salzburg und ja, wir werden reingehen mit dem großen Ziel, dass wir da 3 Punkte holen und wenn uns das gelingen sollte, dann schaut es sehr, sehr gut aus, aber vorher müssen wir mal spielen und auf das freuen wir uns richtig und ja, es ist ein Champions League-Abend und es ist immer was ganz Spezielles hier in Salzburg und darum ist die Vorfreude sehr, sehr groß. Wir haben es gehört, Wolfsburg aktuell in der Krise, seit 6 Spielen jetzt mittlerweile sieglos. Macht es das vielleicht ein bisschen einfacher für Salzburg oder gerade noch schwieriger, weil Wolfsburg muss? Ja, wir können es nicht ändern. Im Endeffekt, glaube ich, wissen wir, was auf uns zukommt. Eine richtig gute Mannschaft, eine deutsche Spitzenmannschaft mit einem großen, breiten, guten Kader. Haben die letzten Spiele, glaube ich, auch ein bisschen unglücklich verloren. Aber die Qualität ist sehr, sehr groß. Aber wir sind von uns überzeugt, wir wollen morgen richtig Spaß haben wieder. Wir wollen das genießen mit unserer blutjungen Truppe. Wollen wir wieder ein Fußballfest feiern. Das Stadion wird voll sein. Also wir freuen uns richtig drauf. Und dann müssen wir unsere Energie, unser Spiel am Platz bringen. Und dann schauen wir, was zum Schluss rauskommt. Aber Wolfsburg wäre natürlich ein richtig harter Brocken. Aber wir wollen Champions League spielen. Ja, und da haben wir die Champions League und dann geben wir Gas. Stichwort blutjunge Truppe. Roko Šimić, wir haben es auch ebenfalls gehört, der wurde hochgezogen jetzt von der Youth League-Mannschaft. Der setzt den verletzten Benjamin Šeško mit 18 Jahren, vermutlich von Beginn an auf der Bank. Aber was könnte er morgen mitbringen in diesem Spiel? Ja, einen guten Lauf. Er hat die letzten Spiele, egal ob in der Youth League beim FC Liefering oder in der 21-Nationalmannschaft von Kroatien, sehr oft getroffen. Er hat eine gute Energie, er sprüht vor Selbstvertrauen, werden wir sehen, ob wir ihn dann brauchen. Aber er ist dabei und ja, ist einer von den jungen Wilden, wie wir viele dabei haben. Und ja, die Mannschaft freut sich richtig drauf, das war heute zum Spüren. Und der Roko ist jetzt dabei und ist natürlich auch was ganz Spezielles für ihn, dass er jetzt erst einmal Champions League Luft schnuppern darf morgen.
Christoph, vielen Dank. Alles Gute für dieses Spiel am morgigen Tag, für dieses dritte Gruppenspiel gegen VfL Wolfsburg. Ja, bis jetzt haben die Salzburger 3 Treffer erzielt in dieser Champions-League-Saison, 3-mal aus Strafstößen. Vielleicht klappt es ja morgen auch aus dem Spiel heraus. Anpfiff ist hier im Stadion in Gleisheim um 18.45 Uhr und schon um 14 Uhr, da treffen die beiden Youth-League-Mannschaften der beiden Teams aufeinander. Salzburg gegen Wolfsburg ab 14 Uhr im Stadion in Grödig. Das war's aus Gleisheim, zurück ins Landesstudio. Danke, Thomas Gonaus. Spielbeginn, wie gesagt, morgen um 18.45 Uhr. Die Polizei rechnet mit erhöhtem Verkehrsaufkommen im Bereich des Stadions. Nutzen Sie also, wenn möglich, die öffentlichen Verkehrsmittel. Und jetzt noch Meldungen aus den anderen Bundesländern. Burgenland. An der burgenländisch-ungarischen Grenze sind heute bei Siegendorf 2 Flüchtlinge tot in einem Kleinbus entdeckt worden. Die beiden Männer dürften die Schlepperfahrt über die Grenze nicht überlebt haben, bestätigte die Polizei. 26 weitere Personen wurden aufgegriffen. Bundeswehrsoldaten hatten den Kleinbus angehalten. Der Schlepper hat daraufhin die Flucht ergriffen. Nach ihm wurde im Laufe des Nachmittags noch gefahndet. Bei den Migranten soll es sich um Syrer und Kurden handeln. Im Fahrzeug waren keine Kinder und Frauen. Wien. Mehrere hundert Lehrerinnen, Schüler und Eltern haben heute in der Innenstadt gegen Mittelknappheit in der Pflichtschule demonstriert. Laut Eigendefinition vertreten sie 117 Wiener Schulstandorte. In der Stadt wird betont, dass es insgesamt mehr Ressourcen gibt als vergangenes Schuljahr, diese aber nun gerechter verteilt seien. Die Lehrergewerkschaft und auch der Landeselternverband haben nicht an der Demo teilgenommen. Kärnten. Immer mehr Hausärzte sehen sich mit Anfragen von Patienten konfrontiert, die eine Corona-Impfbestätigung ohne Impfung verlangen, um die Vorteile eines Geimpften zu genießen. Allein der Versuch ist allerdings strafbar. Die Ärztekammerpräsidentin Petra Preis empfiehlt den Medizinern, solche Vorfälle anzuzeigen. Laut Auskunft der Polizei liegen bisher allerdings noch keine Anzeigen vor. Mit diesen Informationen entlassen wir Sie jetzt in den Fernsehabend mit dem ORF. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.